Okay, Leute, es geht weiter. Ja, Yamcha, ich dachte, du wolltest trainieren. Traurige Musik. Du hast Sorgen, oder? Nein. Mutenroshi, ich habe den Kranichgeist. Was? Ich habe den Kranichgeist Hintergang. Ich habe hier Kampftechnik erlernt, die ich mir nie zuvor geträumt hätte. Und das verdanke ich nur deinen Worten, Meister. Aber ich bin mit meinen Trinken in einer Sackgasse angelangt. Kranichgeist. Hey. Eine Sackgasse, sagst du? Ja, Meister, ich dachte einmal, die Kampfkunst wäre ein Werkzeug. Ach ja, was ich erwähnen wollte, ist, dass ich Mega Man, Donkey Kong Country 1 und 2 aus meiner Playlist und die Videos gelöscht habe, weil ich habe jetzt mir vorgenommen, nur RPGs und One Piece also RPGs und spezielle Spiele, die mir persönlich gefallen, zu spielen. Und ja, die habe ich jetzt gelöscht und ich hoffe, das ist kein Problem. Also jetzt kommen nur von mir RPGs und One Piece, Inazuma Eleven und noch ein paar andere Spiele, die noch irgendwann rauskommen für Nintendo DS. Ja, okay. Um andere zu beherrschen, aber die Art zu kämpfen, die ich von dir gelernt habe, ist etwas völlig anderes. In ihr steckt Barmherzigkeit und Güte. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was richtig ist. Und solange ich zweifle, werde ich niemals Son Goku Stärke erlangen, egal wie gut ich bin. Und auf keinen Fall kann ich ihn übertrumpfen. Da hast du recht, mein Freund, da hast du recht. Das ist sowieso unmöglich. Kennst du den göttlichen Übergang? Was kommt dann jetzt? Der göttliche Übergang? Den göttlichen Übergang? Ich kenne ihn einfach. Ja, einst gab es einen bösen Geist, der sich in den Bergen im Norden niederließ. Er brachte eine Katastrophe nach der anderen über das Land und malträtierte die Bewohner. Eines Tages hörte Mutaito davon und er reiste allein dorthin. Er wandte eine spezielle Technik an, um den bösen Geist zu fesseln. Zu fesseln? Ja, zu fesseln, Ganz genau. Um die verfeinerte Variante dieser Technik ist dir sicher bestens bekannt. Es ist die Fesselungswelle. Ach ja, die Technik, die Mutenroshi versucht hat, gegen Piccolo in diesen Kochtopf einzusperren. Willst du damit sagen, dort werde ich meinen Weg erkennen? Hoho, das hängt ganz von dir ab, Tenshinhan. Man sagt, Mutaitos reine Seele liegt in diesem Land. Ein Mann mit deinen Talenten wird dort sicherlich etwas von Werten finden. Klingt ja interessant. Tenshinhan, gehen. Ich will das so. Gut, ich gehe zum göttlichen Übergang. Ich weiß zwar nicht, was ich dort finden werde, aber ich erprobe meine Kräfte an Mutaitos Ruhestätte. In Ordnung, was auch immer dich dort erwartet, es ist das Schicksal, das dir bestimmt ist. Kämpfe nicht dagegen an. Akzeptiere einen reinen Herzens, was auch immer kommen mag. Okay, Meister. Ah, zu viel Gequatsche, ich will kämpfen. Ich gehe mit dir, Tenshin, an. Niemals! Schau so! Das wird eine gefährliche Reise. Du solltest besser hier bleiben. Niemals! Ich lass dich doch in deinem Zustand nicht allein, Tenshinhan. Ich helfe dir, so gut ich kann. Oh, best friends forever. Gut, wenn du bereit für alles bist, worauf wir treffen könnten, dann komm mit. Kristallhöhle, göttlicher Übergang. Was machen die Bewohner über mir? Was geht? Gehst du mal weiter? Was könnte das sein, Tenshinhan? Och, Machtsuchender. Oh, Machtsuchender, bricht mein Siegel. Du sollst mit unsäglichen Kräften gesegnet sein. Wer bist du? Ich schlafe in diesem Land. Das ist bestimmt der Geist, den Mutaito ja eingesperrt hat. Tenshinhan. Glaubst du, das ist der Geist, den Mutaito gefesselt hat? Ach, woher wusste ich das wohl? Ich bin einfach zu gut, Leute. Ich weiß es nicht. Aber er hat gesagt, wir sollen das Siegel brechen. Ja, redet nicht so viel. Trainiert lieber, anstatt zu reden. Dann seid ihr irgendwann mal so Goku ebenwürdig oder so. Nein, Tenshinhan, geh nicht. Es ist nicht gut für deine Seele. Es ist nicht gut für deine Seele.
Okay, gehen wir mal den Weg hier zu dieser Truhe. Okay, das haben wir. Jetzt kommen die ersten Gegner. Heftiger Angriff mal bei ihm. Der macht ja echt wenig Schaden. Okay, die Gegner sterben aber ja auch viel schneller. Er muss aber Level 9 auch sein, um, glaube ich, mal gegen den Boss hier anzukämpfen und zu gewinnen irgendwie. Okay, jetzt holen wir... Ja, kannst du nicht die Treppen hochgehen oder was ist los? Wieso kann ich jetzt nicht da durch? Töte diese verdammte Fledermaus. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Ey, willst du mich verarschen? Ey, ich... Oh, das regt mich jetzt schon auf. Stirb. Wir sind ja Schwachmaten. 72 kriege ich dafür auch noch. Ey, wieso kann ich nicht da durch? Dreifachstrahl. Ich habe da eine Idee. Aber ich verstehe nicht, wieso ich nicht da durchgehen kann. Kleine Bohne. Ach so, okay, ich hab's verstanden. Das ist ganz simpel, Leute, ganz simpel. Okay, da kann ich weiter, aber erst will ich mal die Truhe da holen. Aber erstmal die ganzen Bastarde hier töten. Die sollen nicht mehr aufstehen, ich habe keinen Bock auf die. Dreifachstrahl. Ach du Scheiße. Egal, gleich hat er sein Level ab, oder? Hoffe ich mal, dass er jetzt gleich sein Level ab hat. Ja, er hat sein Level ab. So, die mittlere Bohne. Okay, das haben wir jetzt auch. Heftiger Angriff. Ey, jetzt musst du eigentlich mehr abziehen. Ja, hat schon ein bisschen mehr abgezogen. Angriff. Was ist das? Hä? Egal, ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Okay, das haben wir jetzt auch. Erledigt. Was macht der Kerl hier drin? Okay, tot. Geht da oben sein Speicherpunkt. Das heißt wohl, dass ich gleich zum Boss komme. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Level 8 ihn besiegen könnte. Angriff. Okay, das wusste ich schon, dass er so, dass er eigentlich noch sehr wenig hat. Okay, ich gehe da noch nicht hin. Okay, den töte ich mit einem Dreifachstrahl. Ach du Scheiße, wie viel bei ihm das abgezogen hat. Ich gehe gleich das nächste Level ab bei ihm. Kämpferzeichen. Objekte. Okay, dann ist eine Kapsel. Besiegte Feinde werden nicht erlangt. Warum sollen die Karotten werden? Das habe ich. Ach so, da gab's noch was. Ausrüstung. Okay, das brauchen wir beim Boss. Sonst würde das nicht einfach da sein. Okay, jetzt gehe ich nach rechts. Oh,
Ach so, ich habe sehr wenig Leben. Kleine Bohne. Ja, leckt mich ja, Hunde. Ihr kleinen Bastarde. Dreifachstrahl. Ja, leck. Oh, leck mich. Sind die alle schneller als ich? Und warum. Oh, warum wird Tenshin von einer Fledermaus auch noch verletzt? Das ist irgendwie unlogisch. Heftiger Angriff. Ja, leck mich, Mann. Scheiße, komm, stirb. Bitte, er soll sein Level Up jetzt bekommen. Oh. Ist klar. Objekte, mittlere Bohne. Mann, dieser Schwanzkopf. Aber mittlere Bohne wieder erlangt, was ich da verloren habe. Komm, einen Kampf will ich noch. Okay, das ist... Ach, gut, da geht... Scheiße. Oh, das war echt knapp. Warte mal, kann ich eigentlich bei ihm schon die Fähigkeiten erhöhen? Eigentlich schon. Angriff hoch mache ich mal. Jetzt speichern. Habe ich schon 18 Stunden gespielt? Übertreibt doch. Okay, jetzt geht da weiter. Und sehen wir, ob ich immer diesen Boss jetzt mal schaffe. Wenn nicht, dann muss ich ein bisschen trainieren. Komm, den Boss will ich in diesem Part auch noch schaffen. Dun dun, dun dun, dun 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 dun. Okay. Willkommen, oh Machtsuchender. Was ist dein Begehr? Ich will stark sein, so stark, dass ich Son Goku schlagen kann. Dann komm und befreie mich. Wie schon gesagt, das ist der Geist, aber naja, wenn du ihn befreien willst, Tenshin an. Du darfst das Siegel nicht brechen. Wenn du das tust, bist du nicht besser als ein Mörder. Okay, werde ich auch nicht. Oder soll ich? Eine Statue von Mutaito, Lehrer von Muten Roshis und... Okay, Muten Roshi and Meister Chen befindet sich hier. Wir haben das Siegel gebrochen. Wir sind jetzt bösartig. Hochgenommen. Jetzt kommt das. Es kommt der richtige Boss raus. Ey, sieht das nicht aus wie irgendwie wie Final Fantasy so? So Ifrit im kleinen Format. Endlich, meine Fessel ist gelöst. Erfülle dein Versprechen. Mach mich stark. Hey, du Narr. Glaubst doch nicht, dass ich einem armseligen Sterblichen meine Macht verleihe. Ich benutze den Jungen da drüben. In seinem Körper erobere ich die Welt. Ach, Tenshin ist sowieso dumm. Haha, jetzt hast du einen Freund verloren. Hochgenommen. Chaozu! Ah. Wie kannst du es wagen? Dreifachstrahl. Okay, komm, den muss ich jetzt besiegen können. Ich habe meinen Angriff erhöht. Was? Okay, das heißt dann, der Kampf ist gescriptet. Ey, komm. Ja, ich wusste es aus gescriptet. Was ist denn mit Chaozu passiert? Hast du ihn jetzt verbrannt? Wieso? Wieso kann ich keine Treffer landen? Du dummer Narr, lässt dich von seiner Geistmagie austricksen. Wer spricht da? Sieh dir mein Siegel an. Du hast es zerstört. Dein Siegel?
Mutaito, oh Meister, es tut mir so leid. Ich war habgierig und jetzt muss ich dafür zahlen. Der Geist nutzt die Schwächen der Menschen aus. Normalerweise sollte ich dich bestrafen, aber ich hab's, vielleicht verschone ich dich, wenn du den Geist wieder fesselst. Aber er ist viel zu schnell für mich. Ich kann kaum gegen ihn kämpfen, geschweige denn ihn wieder einsperren. Hohoho, es scheint, als hättest du die wahre Bedeutung deiner Kampfkunst noch nicht begriffen. Die wahre Bedeutung? Ganz recht. Gibt es etwas, das du unbedingt schützen möchtest? Schützen? Ja. Wenn man mit der Kampfkunst jemanden verletzen kann, dann kann man auch jemanden damit beschützen. Ich habe den Geist gefesselt, um die Leute zu schützen. Jemanden schützen? Ja, Shaozu-Man. Tenshinhan, komm bitte nicht weiter vom Weg ab. Shaozu, das ist es. Ich muss Shaozu schützen. Er liebt mich wie ein Bruder. Hohoho. Nun, da du weißt, wer geschützt werden muss, musst du noch deine ureigenen Kräfte finden. Meine ureigenen Kräfte? Ja, du hast drei Augen und deine Bewegungen sind flink. Vielleicht solltest du einfach den nächsten Schritt des Geistes noch schon vorhersehen, bevor er ihn tut. Ja, drei Augen. Gut erkannt, Mutaito. Du hast recht. Ich kann aus vier verschiedenen Perspektiven beobachten. Dann habe ich keinen toten Winkel mehr. Das muss ich versuchen. Mehr vom Angriff gelernt. Ach so. Mehr vom Angriff. 104 Schaden ist klar. Jetzt kommt die Mehr vom Angriff Attacke. No. Heftige Kacke. Mehr vom Angriff. Komm, den besiege ich noch. Zum Glück habe ich meinen Angriff erhöht. 132. Ich muss gleich mein Leben wieder auffüllen. Und meine Key-Punkte. Din, din. Oder er ist jetzt gleich tot. Dann ist es sehr gut. Okay, mein Leben. Mittlere Bohne. Aufgeheilt, danke. Fick dich. Prozent. Das hier ist besser. Im Moment. Hey, ich wollte meine TP nicht. Ich wollte mein Ki eigentlich. Okay, Ki erhöht. Nein, mehr vom Angriff. Ja, leck mich, du Monsterficker. Aber das sieht echt aus wie Ifrit, aber in eine andere Form. Ich will mal echt wissen, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Bist jetzt tot? Mehr vom Angriff. Vielleicht ist er jetzt gleich tot, hoffe ich jetzt mal. Dün, dün. Dün, dün. Bist jetzt tot? Boah, ey, Mann. Mittlere Bohne. Okay. Okay, gut, dass er diesen Angriff gemacht hat. Ki-Trank. Okay, ich kann gleich noch einen Attack einsetzen. Okay, zweimal mehr vom Angriff kann ich machen. Mehr vom Angriff. Komm. Ich will ihn schnell besiegt haben, komm. Ich muss heute noch zu einer Party. Du elender... komm jetzt. Mehr vom Angriff. Stirb jetzt endlich. Stirb. Bitte, Mann, endlich stirb. Ja, endlich. Sieg. 1200, Level 8, okay. So, so. Reiskocher erhalten. Hey.
Din, 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 din. Was jetzt? Hast du ihn jetzt in den Arrestkocher eingesperrt? Mutaito. Jetzt bist du wieder eingesperrt, Geist. Gut gemacht, Tenshinhan. Mutaito. Hast du jetzt verstanden, was ich gemeint habe? Ja, Meister, Kampfkunst ist nicht da, um den Leuten zu schaden. Sie dient, um sie zu schützen. Ja. Jetzt bist du willig, die Technik einzusetzen, die ich erfunden habe. Die Technik, die du erfunden hast? Ganz recht, du kennst sie sicher schon. Die Festlingswelle? Aber ich kann doch nicht... Haha, du kannst die Technik einsetzen, wie du willst. Ich freue mich schon darauf, dich wachsen zu sehen, mein Junge. Festlingswelle gelernt. Also ich finde bisher, das ist der erste Gegner, den man eigentlich als irgendwie ernst nehmen kann, weil Krillin musste gegen eine Frau kämpfen, Yamshu gegen einen Hasen und hier gegen einen Feuergeist. Das kann man als richtigen Kampf mal bezeichnen. Chaozu! Und als richtigen Boss. Chaozu, geht es dir gut? Und ein richtiger Boss-Dungeon auch noch. Hallo? Tenshinhan, wo bin ich? Okay, wo bin ich denn, Tenshinhan? Tenshinhan, was ist mit dir? Tenshinhan, bist du in Ordnung? Ja, tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe. Hehe, ich wusste, du würdest mir helfen, Tenshinhan. Ja, sicher, ist doch klar. Und seid jetzt froh? Oh, boah, das Gelaber geht noch weiter. Sehr interessant, das ist also geschehen. Glaubst du, du hast jetzt die wahre Bedeutung deiner Kampfkunst begriffen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, Meister. Hä? Was meinst du damit, Junge? Was? Ich habe gelernt, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die ich um jeden Preis schützen muss. Immer diese Fragezeichen da oben. Hm, ich verstehe. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, wo Son Goku wahre Stärke liegt. Ja, er beschützt immer seine Freunde. Hast du deine Zweifel also überwunden? Ja, antworten oder komm jetzt nicht mit Punkten über deinen Kopf. Ja, Meister. Ich werde meine Kampftechnik schulen, um die zu schützen, die mir am Herzen liegen. Und ich möchte die wahre Bedeutung der Kampfkunst ergründen. Kampfkunst ist da, um Leute zu schützen, Leute. Glaubst du, du wirst sie je finden? Niemals! Ich weiß es nicht. Aber wenn ich alles tue, um nach diesem Ziel zu streben, führt mich das sicher auf den Weg, um so stark zu werden wie Son Goku. Ja, noch einer, der glaubt, er wäre so stark wie Son Goku. Du bist reifer geworden. Tenshinhan? Nun erkunde die Welt und trainiere so viel, wie es dir gefällt. Ja, Meister. Schau so mit einem Haar auf Kopf. Hör gut zu, Son Goku. Ich bin einen Schritt weiter, um mich mit dir zu messen. Bei unserem nächsten Treffen bin ich ein neuer Mann. Ja. Yep. Und im nächsten Part geht's weiter. Tschüss.